Ich heiße Rayanne Yildirim. Ich bin zum Manga-Zeichnen durch die Serie Sailor Moon gekommen. Damals war ich etwa 8 oder 9 Jahre alt und seitdem bin ich sehr begeistert von Manga und Anime. Mich haben die Bilder und die Zeichenweise in den Büchern so fasziniert, dass ich selber zum Stift gegriffen habe und immer alles abgezeichnet habe, bis ich selber angefangen habe, Ideen zu entwickeln und meine eigenen Geschichten zu schreiben. Durch die Arbeit von Akira Toriyama entwickelte sich mein Stil eher in Richtung jungen Manga und hat auch zu meinem jetzigen Stil viel beigetragen. Heute habe ich mich entschieden, einen Krieger zu zeichnen, an dem ich euch zeigen werde, wie man einen Charakter Schritt für Schritt erstellt. Beim Zeichnen eines Charakters fange ich immer zuerst mit der Kopfform an. Und arbeite mich weiter runter bis zu den Füßen. Ich mache erst das Gerüst des Körpers, weil wenn man sich sofort auf die Kleidung stürzt, die Haare des Charakters, dann kann es sein, dass anatomische Probleme entstehen. Bei dem Gerüst ist es auf jeden Fall wichtig, dass man auch weiß, wo die Gelenke sind. Die Kreise, die ich gezeichnet habe, stellen die Gelenke dar, wie zum Beispiel an den Schultern oder an der Taille. Wenn man dieses Gerüst fertig hat, beginnt man mit der Reinzeichnung. Da fängt man wieder ganz oben an bei dem Gesicht. Ich zeichne immer zuerst die Nase, dann den Mund und dann die Augen. Wenn man mit der Reinzeichnung fertig ist, folgt das Tuschen. Dabei zieht man die Bleistiftkonturen sauber mit der Feder nach. Und dabei sollte man auch aufpassen, dass die Tusche nicht verschmiert. Nachdem alles trocken ist, werden die Bleistiftreste wegradiert. Dabei sollte man das Blatt gut festhalten, damit keine Knicke entstehen. Zum Schluss folgt das Kollorieren der Illustration und man sollte immer mit der helleren Farbe beginnen. Tipp an angehende Zeichner ist, dass sie viel abzeichnen sollen, vor allem menschliche Körper. Sie sollten zu Anfangszeiten oft Referenzen benutzen und vielleicht auch Manga-Zeichenbücher in Erwägung ziehen.